Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 16. Drei wundervolle, gute Morgen für dich. Denn Jesus ist gut, der Vater ist erstaunlich und der Heilige Geist ist mit dir. Deshalb sage ich gerne guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Einmal vom Vater, einmal vom Sohn, einmal vom Heiligen Geist. Vielleicht sollten wir anfangen, es fünfmal zu sagen, um eins von Daniel und auch von mir hinzuzufügen. Na gut, schau mal, was Paulus sagt. Nachdem er barmherzig erwähnt hat, sagt er, dass wir unseren Verstand auf freundliche Gedanken ausrichten sollen. Kannst du dir dieses unglaubliche Leben vorstellen, wenn du jedes Mal, wenn du einen unfreundlichen Gedanken über jemanden hast, die 10-Sekunden-Regel anwendest? Erlaube dem Gedanken nicht, länger als 10 Sekunden in deinem Herzen zu sein. Und natürlich bleibst du nicht dort stehen, das ist nicht gut. Du ersetzt ihn durch freundliche Gedanken. Fang damit an, daran zu denken, wie freundlich Gott zu dir war. Und dann fang an, freundliche Gedanken über die Menschen zu denken, die dich verletzt haben. Ich sage dir, unser Leben wäre so viel besser. Wir müssen wirklich verstehen, was die Gedanken, in denen wir verweilen, mit unserem eigenen Herzen anstellen. Wenn es schlechte Gedanken sind, richten sie nur Chaos an. Und wenn es gute Gedanken sind, führen sie zu einem guten Leben. Und nun sieh dir an, wie Paulus fortfährt und seinen Vers zu Ende bringt. Und richtet eure Gedanken auf jedes herrliche Werk Gottes. Ist das nicht ein erstaunlicher Gedanke? Deine Gedanken festmachen, das heißt, du fixierst deine Gedanken. Es ist etwas, wofür du dich entscheidest, es zu tun. Auf jedes einzelne herrliche Werk Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du wahrscheinlich nie aufhören kannst, der Heiligen Schrift zu gehorchen bis in alle Ewigkeit. Weil Gottes Werke so herrlich sind, glaube ich nicht, dass du in alle Ewigkeit aufhören kannst, an sie zu denken. Es wird immer mehr geben. Das ist der Grund, warum die Engel und alle Menschen in aller Ewigkeit unseren geliebten Jesus preisen. Also denk darüber nach. Wenn wir anfangen zu sagen, wow, das ist ein Gebot, das heißt, ich muss es befolgen. Weißt du, was dann passiert? Wir fangen an, überall die unglaublichen, herrlichen Wunder Gottes nachzudenken und wir denken immer weiter darüber nach. Schau, entscheide dich bewusst dafür, ein wenig innezuhalten und über die Schöpfung nachzudenken. Weißt du, ich könnte stundenlang darüber nachdenken, wie herrlich Gott alles geschaffen hat. Ich mag Berge. Aber ich habe auch gelernt, viele andere Dinge zu genießen. Wir können so sehr von der Hektik des Lebens eingenommen werden, dass wir nicht innehalten und das herrliche Werk Gottes um uns herum betrachten. Denke einfach mal an dich selbst, wie er dich geschaffen hat, herrlich und wunderschön. Denke an das Werk Gottes im neuen Bund, herrlich und schön. Denke daran, was Gott durch Jesus Christus getan hat, als er sein Blut hat fließen lassen und die Sünde der ganzen Welt reinigte. Herrlich und schön. Wenn wir uns also bewusst dafür entscheiden, unsere Gedanken auf die glorreichen Werke Gottes zu richten, werden wir uns buchstäblich darin verlieren. Schau, was Paulus weiter sagt. Und preist ihn alle Zeit. Lobst du ihn also immer? Ich glaube nicht, dass es jemals einen Tag gibt, an dem wir keinen Grund haben, ihn zu loben. Selbst in schwierigen Zeiten gibt es Gründe, ihn zu loben.
Wenn du einmal die Größe Gottes und seine erlösende Absicht verstanden hast, wenn du einmal verstanden hast, dass Gott sogar Schmerz und Leid benutzt, um zu deinem Wohl zu arbeiten, wie kannst du dann aufhören, ihn immer zu preisen? Du kannst es nicht. Aber lass mich hier noch einen anderen Gedanken äußern. Es ist wirklich interessant, dass der Apostel Paulus den Satz "Richtet eure Gedanken immer auf das Gute" mit "Lobt ihn immer" abschließt. Weißt du, was ich daraus gelernt habe? Wenn ich in meinem Leben ständig bewusst an gute Dinge denke, ist es eine natürliche Nebenwirkung, ihn immer zu loben. Aber wenn ich meine Gedanken auf all die negativen Dinge richte, ist es sehr schwer, ihn zu loben. Also, denke daran, ihn immer zu loben ist leicht, wenn du richtig denkst. Ihn immer zu loben ist schwer, wenn du falsch denkst. Morgen machen wir weiter.